Einen schönen guten Tag, liebe Zuschauerinnen und Zuschauer, liebe Freundinnen und Freunde. Zunächst muss ich Sie und euch wieder einmal um Nachsicht bitten, dass es auch in diesem Beitrag etwas durcheinander geht. Aber das lässt sich bei der Fülle der Ereignisse eben nicht ganz vermeiden. Außerdem wisst ihr, dass ich sozusagen ein Einzelkämpfer bin und mir somit kein größerer Stab zur Verfügung steht. Dass ich als altgedienter und langjähriger Liberaler, allerdings ohne eine parteipolitische Bindung und noch dazu als überzeugter Anhänger der großartigen europäischen Idee, nämlich von den Vereinigten Staaten von Europa, einmal die politische Rechte in Schutz nehmen würde, das, meine lieben Freundinnen und Freunde, das hätte ich mir meinen schlimmsten Albträumen auch nicht vorstellen können. Also, und dies nur mal vorab. Das sogenannte freiheitliche Lager, um das es im Wesentlichen in dieser Hetzkampagne gegen die vermeintlichen Demokratiefeinde von rechts geht, umfasst in der Bevölkerung der Bundesrepublik Deutschland etwas mehr als 20 Prozentpunkte. Mehr ist da nicht. Also nach Adam Riese ein Fünftel. Diese Zahlen decken sich übrigens mit denen in anderen europäischen Staaten der Europäischen Union. Bei den tatsächlichen Wahlergebnissen sieht es dann etwas anders aus. Hier kommen die sogenannten Demokratiefeinde von rechts auf einen Stammwähleranteil von gerade mal 10 bis 15 Prozentpunkten. Von einer Gefährdung der bundesdeutschen Demokratie kann also überhaupt nicht und in keinster Weise eine Rede sein. Die Zahlen schwanken natürlich immer nach oben, ein bisschen nach oben, nach unten, je nach der politischen Großwetterlage. Also die Alternative für Deutschland, um die es sich im Wesentlichen geht, hat einen Stammwähleranteil von maximal 6 bis 8 Prozentpunkten. Alles andere sind sogenannte Leihstimmen oder Fluchtstimmen aus allen anderen politischen Lagern. Und hier, meine lieben Freundinnen und Freunde, liegt auch der Hund der Wauwau begraben. Die etablierten Parteien in diesem unserem Lande haben eine Scheißangst. Entschuldigung, meine Damen, aber es ist eine Scheißangst. Und die gönne ich also nicht Ihnen, den Damen, sondern den Parteien. Dass die Alternativen bei der nächsten Bundestagswahl stärkste Partei werden könnten. Denn auch als führende Oppositionspartei im Deutschen Bundestag hat man ganz schön viel Macht. Es muss also nicht unbedingt die Regierungsbank sein, obwohl auch völlig klar sein dürfe, dass die Alternative für Deutschland nie, aber auch wirklich nie, nur in die Nähe einer Regierungsbeteiligung kommen dürfte. Warum also, um Gott in aller Welt, haben die etablierten Parteien eine solche Angst vor der AfD? Nun, meine sehr verehrten Damen und Herren, liebe Freundinnen und Freunde, und so wie ich das sehe, ist das schon nachvollziehbar. Und ich möchte jetzt hier mal Ross und Reiter nennen. Das alles ist ein bisschen virtuell, es klingt auch nicht ganz koscher. Einige werden sagen, jetzt spinnt er auf seine alten Tage. Aber man kann das auch mal so sehen, nicht? Und jeder noch dürfen wir so halbwegs unsere Meinung noch so halbwegs, ne? Herr Scholz, darf ich das sagen? Bescheuert. Naja. Also, wenn es 2025 bei dem sich abzeichnenden Trend bleibt, nämlich dass die Liberalen aus dem Bundestag herausfliegen, christliche Demokraten und christliche Sozialen wie auch Sozialdemokraten Stimmen verlieren und auch die Grünen werden verlieren, was bleibt dann noch? Bei den Grünen ist es nicht ganz so sicher, ob die ihr Klientel halten können. Ich persönlich bin der Meinung, die werden nicht so viel verlieren. Weil die können sich ganz einfach die Niederlage nicht eingestehen, noch gar nicht leisten. Und wir dürfen nicht vergessen, da gibt es ja auch noch ein Bündnis mit der schönen Sarah. Und der Herr Maaßen, der Hans Georg, wird mit seinem lustigen Verein auch noch die ein oder andere Stimme in sein Lager abziehen und herüberziehen. Es besteht also ernsthafte Gefahr, und jetzt kommen wir in den politisch-virtuellen Raum, es besteht also die ernsthafte Gefahr, dass wir 2025 eine Koalition aus Christen, Grünen und Sozialdemokraten bekommen werden. Und das wollen weder die Schwarzen nicht und schon gar nicht die Roten. Denn mit diesen Grünen in der Regierung kannst du nur verlieren, was sich ja in diesen Tagen von Stunde zu Stunde bewahrheitet. Wir verlieren Tag für Tag durch diese Politik, die auf diese Bande zurückgeht, eine Vielzahl von Arbeitsplätzen, ganze Industriezweige geben auf und wandern aus. Und wer es immer noch nicht wahrhaben will, dem sei gesagt, dass China im Jahre 2050 die führende Industrienation der Welt sein wird. Und was das für uns bedeutet, dürfte ja auch dem dümmsten deutschen Wichel inzwischen klar geworden sein. Punktum. Der Kampf gegen rechts, meine Damen und Herren, liebe Freundinnen und Freunde, ist, so wie ich das sehe,
wieder virtuell, ein Kampf gegen die Grünen. So einfach ist das. Denn Rote und Schwarze haben inzwischen erkannt, dass jede Geschäftsbeziehung mit diesen demagogisch-ideologisch verbrämten Grünen schnurstracks in den politischen Untergang führt. Und ergo, meine sehr verehrten Damen und Herren, liebe Freundinnen und Freunde, was ergibt sich aus dieser Erkenntnis? Richtig, man muss die Alternativen so klein halten, dass es am Ende für eine GroKo reicht. Das ist es. Dass wir, das, was in diesem unserem Lande derzeit in politischer Hinsicht abläuft, das kann man mit Fug und Recht als Hexenjagd bezeichnen. Es fehlen nur noch die ersten Rufe nach dem Scheiterhaufen und der öffentlichen Verbrennung. Und es läuft ja immer nach dem gleichen Muster ab. Die Herrschenden haben erkannt, dass sie in der breiten Masse der Bevölkerung nicht mehr die geringste Mehrheit haben. Sie aber unter allen Umständen die persönliche wie auch die staatliche Macht behalten wollen. Und um dieses Ziel zu erreichen, ist ihnen jedes, aber auch jedes Mittel recht. Und das ist die Einschüchterung auf nahezu allen gesellschaftlich relevanten Ebenen. Die Leute werden eingeschüchtert. So läuft das. Es wird gedroht, es wird gedemütigt, es wird erniedrigt und es wird eingeschüchtert. Dabei sind die benutzten und noch verbalen Einschüchterungsversuche so absurd, so bizarr und teilweise so grotesk, dass sich die Herrschenden nur noch der Lächerlichkeit preisgeben, und zwar der eigenen. Aber das macht ihnen nichts. Es geht für die um das Überleben, die Macht, so lange wie möglich an den Futtertrögen des Staates sitzen. Meine sehr verehrten Damen und Herren, liebe Freundinnen und Freunde, die derzeit bei uns herrschenden politischen Machthaber sind am Ende. Und sie haben nur noch ein Ziel, bis zur nächsten Bundestagswahl so halbwegs über die Runden zu kommen. Das Schicksal der Liberalen dürfte mit einer sicher grenzender Wahrscheinlichkeit besiegelt sein. Und was auch im weitesten Sinne für die grünen Demagogen, Ideologen der Fall sein dürfte. Wie gesagt, da ist es schwankend. Da will ich mich nicht so festlegen. Offen ist bei diesen grünen Heuchlern und Pharisäern nur, wie tief der politische Fall sein wird. Ebenso offen ist das Schicksal der deutschen Sozialdemokratie, die wahrscheinlich in diesem unserem Lande zukünftig keine Rolle mehr spielen dürfte, zumindest keine größere. Und jetzt wird es eng. Dann reicht es nicht für die GroKo. Dabei hat doch alles wie die derzeit bei uns herrschende politische Clique so gut angefangen. Es herrschte doch wirklich Friede, Freude, Eierkuchen. Nun ja, zumindest so lange, bis die vermeintlich untergebutterten Grünen die ideologische Katze aus dem Sack gelassen haben. Deutschland sollte radikal umgebaut werden und dieses Wort und Umgehen koste es, was es wolle. Der Industriestandard Deutschland sollte nach dem offensichtlichen Willen der grünen Demagogen und Ideologen auf den Stand eines Agrarlandes zurückgeführt werden. Anders kann man sich als unbefangener Beobachter der politischen Szene das grüne Tun und Treiben und Handeln nicht erklären. Die grünen Biedermänner schickten sich an, ihr wahres Gesicht zu zeigen. Das sind sie. Ach ja, ab morgen bin ich eine Frau. Ja? Und ich möchte dann auch als Frau angeredet werden. Ja? Und wenn du das nicht machst, bekommst du Strafe. 10.000 Euro. Und in die Sauna möchte ich auch zu den Damen. Ja, die ganze Welt lacht über Deutschland. Naja. Und jetzt, wo ihr Ende unmittelbar vorsteht, ziehen sie noch einmal alle Register und ganz plötzlich haben sie erkannt, dass ihr Feind rechts steht. Genauer gesagt, die Alternative für Deutschland ist an allen Venen schuld. Nun, meine lieben Freundinnen und Freunde, soweit ich mich erinnere, war die Alternative für Deutschland bislang an keiner Regierung in diesem unserem Lande beteiligt, weder in den Ländern und schon gar nicht im Bund. Die Alternative für Deutschland ist auch nicht verantwortlich für eine Agenda 2010, mit deren Hilfe Zehntausende von Menschen sozusagen per Gesetz in die Armut geschickt wurden. Und die Alternative für Deutschland ist auch nicht für eine desaströse Rentengesetzgebung verantwortlich, die zum Ziel hat, deutschen Rentnern und Rentnerinnen gerade noch so viel zum Geld zum Leben zu lassen, damit sie nicht auf offener Straße vor Hunger und Armut und Not und Elend umfallen. Das ist doch die Wahrheit. Aber das, meine Damen und Herren, würde auch den wohlgenährten und gut versorgten deutschen Michel nicht weiter stören, immer vorausgesetzt, das Ableben dieser bedauernswerten alten Geschöpfe geschieht nicht gerade vor seinen Augen. Mir geht's gut, wie es anderen geht, ist mir scheißegal. Die Alternative für Deutschland ist auch nicht dafür verantwortlich, dass seit dem Jahre 2015 und dies in mehreren Wellen unser Land de facto von Asylsuchenden und sogenannten Flüchtlingen aus aller Welt regelrecht geflutet wird. Und ein Ende dieser Invasion ist nicht abzusehen. Und natürlich muss man in diesem Zusammenhang eine Invasion auch als Invasion bezeichnen und so nennen. Was denn sonst?
Zum Schluss noch eine Anmerkung, sie stammt aus meinem letzten Beitrag, aber ich will es nochmal darauf hinweisen. In den nächsten Tagen wird der Wahlkampf um die hochdotierten und sehr begehrten Mandate im Europäischen Parlament beginnen. Und die Kandidaten werden sich in Höchstform präsentieren und die Stimmen der geneigten Wähler und Wählerinnen buhlen und kämpfen. Sie werden ihnen das Blaue vom europäischen Himmel versprechen und Europa und die großartige europäische Idee in nahezu paradiesischen Farben darstellen und wie eine Monstranz vor sich hertragen. Europa, das ist unsere Zukunft. Ja, dann macht es doch endlich, ihr Idioten. Und irgendwann und vermutlich am Ende des Wahlkampfgesabbers und Gesülzes werdet dann ihr, dann sie, allergnädigst um ihre völlig unmaßgebliche Meinung zu dem eben Gehörten, in der pflichtschuldigsten Erwartung, dass sie den Kandidaten oder auch Kandidatin äußerst huldvoll und ergeben die Referenz erweisen. Vielen Dank, dass du nach Europa gehst und uns unsere Interessen vertreten willst. So läuft das normalerweise und üblicherweise ja bei uns ab. Und Sie als geneigte oder geneigte Wähler, Wählerin, kennen diese Spatronierei aus langjähriger Erfahrung. Machen Sie sich also das Vergnügen, ganz jetzt unabhängig von Ihrer oder eurer politischen Einstellung, ob rechts, links, blau, grün, schwarz, oben oder unten. Machen Sie sich also das Vergnügen und fragen Sie den Held oder die Heldin des Abends, wie er oder sie zu den Vereinigten Staaten von Europa stehe. Also zu der großartigen Idee der eben von mir aufgewählten Herren wie Adenauer, Monet, Schumann, Paul, Henry, Spark und auch in gewisser Weise de Gaulle, der kam dann später dazu. Die Damen und Herren Kandidaten werden sich drehen und winden, dass es nur so eine Freude ist. Die wollen alle von nach Europa, sie sprechen alle von der großen Idee, aber die Vereinigten Staaten, da würden sie alle ihre Jobs verlieren und darum geht's doch. Die hängen an ihren Jobs. Schau dir mal die Typen an, die wir heute hier, die wollen nach Europa schicken. Um Gottes Willen. So, meine Damen, meine Zeit ist um, meine Uhr fängt hier an zu blinken. Also das mit dem blauen Wunder haben wir erlebt, das ist jetzt nicht parteipolitisch, sondern Europa mit dem Sternchen. Das soll es für heute gewesen sein, dann nehmen Sie doch bitte noch 2 oder 3 Minuten Zeit für den fast schon üblichen Abspann. Deutschland, Deutschland, über alles wächst mal Gras, ist das Gras ein Stück gewachsen, flüstert scharf und sagt, das war's. Bitte besuchen Sie meinen Blog und wenn Ihnen der eine oder andere Beitrag gefällt, dann versehen Sie bitte mir einen Like und geben Sie den Link an Bekannte und Freunde weiter. So. Ich habe mir am Schluss erlaubt, das Videobeitrag ist mein Spendenkonto einzublenden und bin für jede Ihrer Zuwendungen dankbar, sei sie groß oder klein. So, das können wir uns auch noch spannen. Ja, da ich kein Mitglied einer Partei, bin kein Mitglied einer Partei, auch kein Gewerkschaftler, auch nicht christlich. Da ich kein Mitglied einer Partei oder einer politischen Organisation bin, kann darf ich Ihnen auch keine Spendenquittungen ausstellen. Dafür kann ich mir versichern, dass Ihre Spenden zu 100%, das wisst ihr ja alles. So, na denn, meine sehr verehrten Damen und Herren und liebe Freundinnen und Freunde, denke ich an Deutschland in der Nacht, am Tag bin ich in der Nacht um den Schlaf gebracht. Ich kann nicht mehr die Augen schließen und meine heißen Tränen fließen. Deutschland hat ewigen Bestand. Es ist ein kerngesundes Land mit seinen Eichen, seinen Linden. Werde ich es immer wieder finden. Das war ein Auszug aus den Nachtgedanken von Heinrich Heine. Na denn, ich wünsche eine angenehme Nacht, bleiben Sie gesund und auf Wiedersehen.